bist auf dem falschen Grundstück, Frischling. Das gehört T-Bag. Wem? Ich würde nicht so respektlos von ihm reden. Der Mann hat ein halbes Dutzend Jungs und Mädchen gekidnappt, hat sie vergewaltigt und umgebracht, wenn auch nicht immer in dieser Reihenfolge. Hat T-Bag auch einen richtigen Namen? Das ist mein richtiger Name. Nein, 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 bitte. Setz dich. Also, du bist der Neue, von dem ich diese ganzen Lobeshymnen höre, ja? Schofield. Auf jeden Fall bist du genauso hübsch, wie mir gesagt wurde. Sogar noch hübscher. Die Nigger machen dir Angst, was? Wieso? Nur deshalb bist du doch hier bei uns. Nach ein paar Tagen wird hier jedem gottesfürchtigen Weißen klar, dass unser Strafvollzug eine starke Tendenz hin zum afroamerikanischen Glauben hat. Wenn du das sagst. Weil die in der Überzahl sind, denken die, die können tun, was sie wollen. Aber wir haben einen mächtigen Verbündeten. Die Überraschung. Aber wir werden den schon sehr bald mächtig einheizen. Das wird hässlich für einen Frischling wie dich, aber wir beschützen dich. Ich beschütze dich. Du brauchst einfach nur diese Tasche hier zu greifen und du wirst ein herrlich sorgenfreies Leben haben. Ich gehe und du gehst mit mir. Wenn du in meiner Nähe bleibst, wird dir niemand etwas tun. Offenbar hast du ja schon eine Freundin. Oh. Ja, aber ich habe hier drüben noch eine zweite Tasche. Ich passe. Wenn ich dich nicht beschütze, dann fressen dich die Nigger auf wie ein Teller voll schwarze Bohneneintopf. Ich sag dir nein. Dann verschwindest du hier besser. Sofort. Und wenn du noch mal zu dieser Tribüne kommst, dann werden wir nicht bloß Worte austauschen. Hast du kapiert? Ganz ruhig, Frischling. Mach es nicht schwerer, als es unbedingt sein muss. Es wird langsam Zeit, dass wir zu einer Übereinkunft kommen. Denkst du nicht auch? Du, eigentlich wollte ich dich ja von oben bis unten aufschlitzen, sobald ich dich zu fassen kriege. Aber leider siehst du so verdammt hübsch aus, wenn du Angst hast, nicht wahr? Vielleicht machen wir erstmal Liebe, bevor es mit dem Hass weitergeht. Einverstanden, meine Hübsche? Hm? Ja. Ja, ich freue mich schon drauf, unserem Süßen hier endlich die Rosette zu finden. Oh. Der Junge redet gerade zu viel. Du und ich, wir unterhalten uns jetzt mal ernsthaft. Ich ertrag diese Hitze nicht. Halt lieber den Mund, Cherry. Der wird doch für was Besseres gebraucht. Gary! Unternehmt irgendwas gegen diese Hitze hier. Wir tun, was wir können. Ihr könnt überhaupt nichts. Hier drin ist es viel zu heiß. Sehe ich aus, als ob ich das nicht bemerkt hätte? Zellenöffnung! Verlegt werden, wo es kühler ist. Wie wär's mit Afrika? Zurück in die Reihe, du Witzbold. Verpisst euch wieder in eure Zellen. Das machen wir, wenn ihr die Hitzewelle hier endlich wieder im Griff habt. Balek, hier ist Mac im Zellenblock. Hier gibt's ein paar Typen, die Ärger machen. Nein, klar. Du bist doch kein Baby mehr, T-Bag. So heiß ist es hier gar nicht. So heiß ist es hier gar nicht? Als der Typ da heute Morgen aufgewacht ist, war er noch weiß? Ja, das ist der Name, ich hab's gesehen. Soll ich dir eine Abkühlung verschaffen? Beruhigt euch wieder. Wir werden uns beruhigen, wenn hier wieder ein frisches Lüftchen weht. Was zum Teufel?
ist hier los? Diese Häftlinge wurden aggressiv und weigern sich, in die Zellen zu gehen. Ihr macht einen Einschluss, bevor alle in ihren Zellen sind? Wir dachten, wir werden eher mit 20 Verrückten fertig als mit über 300. Hört mal alle her, auch du, Beric. Ich hab was für euch. Wie nennt man einen weißen Drecksack, der die Bullenprüfung nicht bestanden hat und jetzt weniger verdient als ein Postbote? Knastwärter. Hände weg von dem Gitter. Leck dich doch am Arsch! Teddy, du bist für mich wirklich eine Riesenenttäuschung, auch wenn ich von dir nicht sehr viel erwartet habe, weil du das Produkt der Inzucht deiner Mutter bist. Du weißt genau, dass ich recht habe. Steht doch alles in deiner Häftlingsakte. Dein doofer Daddy vergewaltigt seine mongoloide Schwester und 9 Monate später ist der kleine Teddy auf der Welt erschienen. Was gibt's, T-Bag? Wir sind eine Familie, richtig? Na klar sind wir das. Ich bin in einer blöden Situation und ich hätte gern deine Hilfe. Worum geht's? Berlek wird hier nicht Ruhe geben und du hast vollkommen recht. Irgendwann wird mich sicher jemand an ihn verpfeifen. Das Schlimme ist, Troki, wenn die mich dafür drankriegen und ich meine bei meinen Vorstrafen und meiner gewissen Neigung zu gewalttätigen Übergriffen lande ich für den Rest meines Lebens im Bunker. Aber wenn du für mich einspringst mit einer harmlosen Drogenlaufbahn und einem aufrichtigen Bereuen der Tat... Das kann ich nicht machen, Sie weg. Ausreden. Nicht nötig, ich werde für dich keinen Mord gestehen. Das siehst du doch ein, oder? Kein Grund, böse zu sein. Keine Angst, Troki, ich bin nicht böse. Oh, oh. Das Foto sehe ich zum ersten Mal. Untergejubelt, du Schwein, hast mich reingelegt! Wenn du schon einen Wärter abstechen musst, dann versuch es nicht, deinem Mithäftling anzuhängen. Du hast mich geopfert! Das Schwein hat mich reingelegt! Fischfleisch. Versuch möglichst tough auszusehen, BG. Sonst bist du hier spätestens irgendwann im Duschraum fertig. Eine sehr angenehme Lage, in der du dich hier befindest, hä? Die Weißen wollen dich nicht, die Schwarzen wollen dich nicht. Du sitzt zwischen allen Stühlen. Sowas nennt man hier Tweener. Wir beide sind in vieler Hinsicht sehr verschieden. Aber witzigerweise sind wir uns auch sehr ähnlich. Zwei Hunde mit laufender Nase, die niemand so richtig gern hat. Wie geht's deinem Knie? Was zum Teufel soll das? Nicht doch, nein, 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 versteh mich nicht falsch. Ich bin nur ein Freund. Ja, ein schwuler Freund und sowas brauche ich nicht, okay? Sagtest. Nein, nein, wenn du denkst, du kannst bei mir landen, dann liegst du total falsch. Du schwule Sau. Du hast ein loses Mundwerk, weißt du das? Ja, das weiß ich. Und wenn du mir noch mal zu nahe kommst, dann bring ich dich um. Dann wirst du das wohl tun müssen, kleiner Mann.
Lieber mit einem offenen Auge, Süßer. Komm nur her, du Fotze. Ja, das werde ich. Ich werde kommen. Und wie? Vielleicht solltest du den Jungen in Ruhe lassen. Und vielleicht kannst du es dir nicht leisten, mir Vorschriften zu machen. Hm? Dachte ich's mir doch. Ich komme zu dir. Ja, ich komme zu dir. Bist du bereit? Bist du bereit? Ich komme zu dir. Bist du bereit? Sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low. Das müsstest du doch kennen, oder? Sweet chariot, coming for to carry me home. Komm schon, sing ein bisschen mit. Ich dachte, ihr Schwarzen seid so musikalisch. Deine Eltern müssen ja wahnsinnig stolz auf dich gewesen sein, Mann. Ich meine, du warst sicher der Champion in eurem Wohnwagenpark. So rassistisch, pädophil und dumm, wie du bist. Wisst ihr, irgendwie ärgert es mich schon, dass ich von euch immer als der Böse hingestellt werde. Ihr seid ja wohl auch nicht bloß hier, weil ihr Pfadfinderinnen beklaut habt. Im Gegensatz zu dir haben wir aber auch keine Pfadfinderinnen getötet. Das reicht, hört auf. Den Rest schaffe ich allein. Sicher? Na klar, verschwindet hier. Das musst du nicht tun. Das hast du doch gar nicht nötig. Oh, bitte tu's nicht. Das hast du dir selbst eingebrockt. Ich bin nur ein Abgesandter von allen Familien, denen du so viel Schmerz und Elend beschert hast. Du hast so viele Kinder auf dem Gewissen. Und was ist mit Jimmy? Er hat niemand was getan. Doch du hast ihn umbringen lassen. Und was ist mit seinem wunderbaren Sohn? Der hatte doch sein gesamtes Leben vor sich, aber du hast ihn umbringen lassen. Jemand wie ich verdient es vielleicht zu sterben. Ganz bestimmt sogar. Aber du bist nicht besser als ich. Aber ich habe noch die Möglichkeit, etwas Besseres zu werden. Gott, gib mir noch eine zweite Chance. Was? Und deshalb bin ich dir ja vielleicht auch so etwas wie eine zweite Chance schuldig. Johannes, ich erfülle dir hier jeden Wunsch. Bitte. Bitte. Verzichte. Darauf hier auszubrechen. Dann nicht stirbst du. Ich würde vermutlich da draußen nicht besonders lebensfähig sein. Schon gar nicht mit meinem Vorleben. Ich will, dass du mir dein Wort gibst. Hast du verstanden? Ich will, dass du es mir versprichst! Ja, ich verspreche dir, was immer du willst. Ich gebe dir mein Ehrenwort. Komm schon, vertrau mir, bitte. Schwör es. Ich bin raus, das schwör ich. Das schwör ich bei Gott. Okay. Ja, ich werde dir vergeben. Ich habe dir vergeben. Und wenn du genug betest, wird dir Jesus Christus deine Verbrechen auch vergeben. Hey John, wo wir gerade über Jesus reden. Grüß ihn ganz lieb von mir, okay? Nicht unbedingt mein bestes Fach. Aber ich bin da mit ein paar cleveren Tricks ganz gut durchgekommen. Soll ich sie dir verraten, Gracie? Na klar. Die Neunerreihe ist ja wohl kein Problem, wenn du genau hinsiehst. Also, 9 mal 1 ist? 9. Und 9 mal 2 ist?
8, 10. Ja, 9 mal 3 ist 27. Sehr gut. Du hast es geschnallt und jetzt mach so weiter. Mami, weißt du, was Teddy mir beigebracht ja, hat? Ja, das ist großartig. Zeig es schnell deinem Bruder. Guck her. 9 mal 1. Ich danke dir. 9 mal 2 ist 18. 9 mal 3 ist 27. Und jetzt geht es wieder um Amerikas meistgesuchte Verbrecher. Auch heute bitten wir Sie wieder um Ihre Mithilfe, wenn es darum geht, höchst gefährliche und skrupellose Verbrecher dingfest zu machen, die es bisher immer wieder geschafft haben, der Polizeifahndung durch die Lappen zu gehen. Auf diesem Foto sehen Sie das Antlitz von Theodore Beckwith, der bereits ein halbes Dutzend Kinder und Jugendliche in unserem Land vergewaltigt und umgebracht hat. Meine Therapeutin sagt, dass ich zu viel mit mir rumschleppe. Sie sagt, dass ich dich damit konfrontieren soll, wie sehr ich mich von dir betrogen fühle. Dir gehörte mein ganzes Leben. Alles, was ich habe. Mein Gott, ich habe dir sogar meine Kinder anvertraut. Ich habe deine Kinder nie angerührt. Du hättest mir sagen müssen, was du bist. Denkst du, dass nur du dich irgendwie betrogen fühlst? Ich habe dich geliebt, Susan. Ich habe Liebe empfunden. Zum allerersten Mal in meinem Leben. Und dann lieferst du mich einfach so aus an die Cops, an den ganzen Scheiß hier, so als ob ich nichts weiter wäre als... Mörder, halt die Klappe! Ja, ich bin ein Teufel gewesen. Aber als wir uns getroffen haben, wollte der Teufel, von dem ich beherrscht wurde, für immer verschwinden. Und ich wurde wiedergeboren. Durch die Gnade deiner Liebe war ich ein neuer Mensch, ein besserer Mensch. Nein, du warst leider noch der Mensch, von dem in Alabama 6 Schüler umgebracht wurden. Kann sein, dass du womöglich recht hast. Denn seitdem ich von dir in dieses erbärmliche Loch verfrachtet wurde, hat mich mein alter Teufel wieder voll im Griff. Da stand doch immer so eine Kerze in deinem Fenster, von der ich auf deine Verandastufen hinaufgelockt wurde. Weißt du, ich werde irgendwann hier rauskommen. Und wenn das geschieht, dann weiß ich bestimmt immer noch, wie deine Verandastufen aussehen, Susan. Die Bank von Afrika etwa entschieden, nicht zu bezahlen? Wir sind leider gezwungen, das Geld auf andere Weise zu beschaffen, okay? Ich vermute mal, es wäre kein Problem für unseren Freund hier, die Kohle aufzutreiben, richtig, DB? Ah, ich bin nicht DB Cooper. Und B, heute ist kein Besuchstag. Was bedeutet, keiner von uns bekommt heute irgendwas von draußen? Ich schätze, dann bleibt uns jetzt nur noch eine Möglichkeit. Das Küchenspiel. Glücksspiel? Das ist deine Möglichkeit? Oh, Junge, vertrau mir. Wenn ich am Kartentisch sitze, ist das kein Glücksspiel. Mit deinem Kartenspiel kann ich Sachen anstellen, die vielleicht noch 5 weitere Leute in diesem Land können. Und wieso kommst du erst jetzt damit raus? Weil, wenn unser Freund Jesus da hinten mich mit ein paar Assen im Ärmel erwischt, ist das sicherlich nicht sehr gesund für mich. Außerdem braucht man $50, um da einzusteigen. Und da wir alle kein Geld haben, können wir das auch komplett vergessen.
John, eins würde ich gerne von dir wissen. Wieso wolltest du unbedingt das linken Pferd und wieso wolltest du ausgerechnet den Platz da hinten für dich? Und was versuchst du gerade von da unten hervorzuholen? Was zur Hölle soll denn das? Denkst du das? Hält mich ab? Denkst du das? Du solltest nachdenken, Johnny, mein Freund. Wenn du mich erschießt, muss der Hübsche hier 77 Kilo totes Fleisch mit sich rumschleppen. Und wenn man dann daran denkt, welche Rolle er in deiner kleinen Fibonacci-Vendetta spielen soll, denke ich nicht, dass du wirklich schießen wirst. Ach nein. Gib mir jetzt endlich den Schlüssel für die Handschellen, T-Bag. Du elender Mistkerl. Hol ihn dir, los, hol ihn dir endlich! Suchst du etwa danach? Spuck ihn aus! Spuck ihn aus! Schon. Ups! Was ist denn los? Was ist hier los? Hier fest! Los! Runter, los! Was habt ihr vor? Was zum Teufel soll das werden? Ich schwöre euch! Sag schon, was willst du uns schwören? Ja, so werden wir das nicht hinkriegen. Wir zwei sind wohl wirklich füreinander bestimmt, oder? Anderes abschlagen können. Du hast ihn seine. Reiß dich zusammen. Hallo!